Hallo, ich bin's wieder, der Jens von Optionsstrategien.tv. Heute sprechen wir mal wieder über ein Buch, und zwar über das Buch Flash Boys. Aber auch nicht nur über das Buch selbst, sondern auch was wir ganz persönlich für unseren Handel hier mit den Optionen lernen können. Flash Boys, Revolte an der Wall Street, geschrieben von Michael Lewis. So schaut's aus. Letztes Jahr erschienen im Campus Verlag und mittlerweile auch hier in Deutsch als E-Book verfügbar, kostet 25 Euro. Und vielleicht mal ganz kurz zu dem Autor Michael Lewis. Der hat schon das ein oder andere bekannte Buch über die Finanzmärkte geschrieben, nämlich unter anderem Liar's Poker, was der eine oder andere kennt, oder auch The Big Short über den Zusammenbruch in der Finanzkrise. Ein sehr gut zu lesender Autor, also es liest sich flüssig hintereinander weg, seine Bücher, und sie geben einen wirklich guten Einblick in die Märkte. Allerdings, und das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, er ist natürlich jetzt ein Schriftsteller, auch wenn es ein Fachbuch ist oder ein Sachbuch besser gesagt, aber es ist eben jetzt kein es ist natürlich ein Tatsachenbericht, aber natürlich aus einer sehr subjektiven Betrachtungsweise heraus. So, um was geht es jetzt hier bei Flash Boys? Bei Flash Boys geht es um den Hochfrequenzhandel, High Frequency Trading, und das ist ja etwas, was in Amerika und auch mittlerweile in Europa einen immer größeren Einfluss gewinnt und nachdem das Buch rausgekommen ist, ja sogar so ein bisschen die Politik auf den Plan gerufen hat, ohne dass sich da irgendwas geändert hätte. Und interessant an dem Buch ist, dass einfach mal so beschrieben wird, wie denn wirklich die großen Jungs an der Wall Street, also nicht nur die bekannten Namen wie jetzt Goldman Sachs und Merrill Lynch, sondern auch andere, wie beispielsweise einer der größten Optionshändler der Welt, nämlich Citadel, wie die mit Hilfe von Hochfrequenz-Trading ihre Gewinne machen. Und da reden wir jetzt nicht über ein paar Millionen, sondern wirklich über Milliarden. Und diese Milliarden werden im Grunde genommen zu unseren Lasten gemacht. Also das heißt, zu Lasten aller Anleger, nicht nur jetzt wie wir Kleintrader, sondern auch zu Lasten der großen Fonds, der Pensionskassen und so weiter. Und das ist wirklich gut beschrieben in diesem Buch, wie das alles funktioniert, wie diese Geschichte mit den Darkpools funktioniert, warum es diesen Händlern so wichtig ist, möglichst nah an den Börsen dran zu sein. Das Buch bezieht sich zwar ausnahmslos nur auf den amerikanischen Markt, aber all das, was hier steht, trifft natürlich auch vollkommen auf den deutschen Markt zu. Das heißt also, auch da ist Hochfrequenzhandel mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil. Und jetzt kann ich persönlich gar nicht sagen, ob das von Vorteil oder von Nachteil ist. Es gibt ja viele Argumente, die sprechen dagegen. Und dieses Buch ist eindeutig dann auch auf der Seite der Gegner und sagt, nein, Hochfrequenzhandel ist wirklich etwas Negatives, das beraubt uns alle. Es gibt aber auch eine Menge Interviews, Videos und so weiter. Natürlich von Vertretern dieser Branche, die sagen, das ist sehr von Vorteil und das bringt viel Liquidität und so weiter. Für uns ist dieses Buch interessant und deswegen würde ich es auch jedem empfehlen, das zu lesen. Wir verlinken es auch wieder unter dem Video, damit man es bestellen kann, weil man hier einfach erkennt, wie wichtig Liquidität ist. Denn der Vorteil, den diese Hochfrequenz-Trader haben, ist es ja, dass sie Liquidität aus dem Markt ziehen. Und das wird natürlich umso einfacher, je illiquider ein Wert ist. Das heißt also, das betrifft mittlerweile nicht nur Aktien, wie hier beschrieben, sondern auch Futures, das betrifft auch Optionen. Und wenn wir einfach beispielsweise im Aktienoptionshandel uns Werte anschauen, wo am Tag eben nur wenige 10.000 Optionen gehandelt werden, dann werden wir eben eher in die Fänge eines Hochfrequenz-Traders fallen, als wenn wir beispielsweise eine Apple handeln, deren Optionen hochliquide sind. Und es gibt auch Interviews mit Hochfrequenz-Tradern im Internet beispielsweise, die ganz klar sagen, dass sie nicht verstehen können, warum die Privaten so viele illiquide Werte handeln, weil sie wissen doch, dass sie dort einen Vorteil haben, also nicht die Privaten, sondern die Institutionellen. Und wenn dieses eine Interview, an was ich mich jetzt erinnere, da wird der Händler gefragt, was würdest du als Privater machen? Und da sagt er, ich würde nur noch hochliquide Werte handeln. Und warum das so ist, das kann man wirklich nach der Lektüre dieses Buches sehr, sehr gut erkennen. Und mich persönlich hat es auch nochmal in der Meinung bestärkt, dass je kurzfristiger der Handel ist, umso geringer sind unsere Erfolgswahrscheinlichkeiten. Das heißt, egal ob ich jetzt Optionshandel mache
oder ob ich jetzt Aktientrading mache oder ETF-Trading oder was auch immer. Das, was mir hier an Geld weggenommen wird durch die Hochfrequenz-Trader, hat natürlich maßgeblich Einfluss auf mein Ergebnis. Und wenn ich eben jetzt sage, ich handle nur auf Sicht einiger weniger Ticks, dann ist das natürlich viel bedeutender, als wenn ich sage, ich kaufe eine Aktie und möchte sie die nächsten 5 oder 10 Jahre halten. Oder wenn ich Optionen handle und sage, ich bekomme ja $100 dafür und möchte $50, $60 verdienen, dann ist das eben was anderes, als wenn ich sage, ich kaufe eine Aktie, Entschuldigung, ich kaufe eine Option oder verkaufe eine Option und will hier $5 verdienen. Weil wenn mir da jedes Mal schon 20% weggenommen wird, dann macht das natürlich meine Winrate extrem kaputt. Also deswegen, meine Empfehlung, wirklich dieses Buch, ich kann es jedem nur ans Herz legen, hat auch nichts nur mit Optionshandel zu tun. Eigentlich kommt das mit Optionen, glaube ich, gar nicht so häufig da drin vor, sondern es geht mehr um Aktien. Aber wer verstehen will auch, wie das Spiel der Großen funktioniert, wie die sich immer wieder einen Vorteil verschaffen an der Börse, und das muss man jetzt auch nicht verurteilen, es ist, wie es ist, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Ich zeige es nochmal kurz in die Kamera. Also Flash Boys von Michael Lewis. Und lesen, verstehen, besser werden und schauen, dass man nicht auf deren Leim kriecht, glaube ich, heißt das. Genau, okay. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann. Servus, macht's gut. Bye, bye.